wird viel passieren. Es kann sein, dass sich Harry immer noch Hoffnung macht. Schön für dich. Und? Bist du eifersüchtig? Jetzt fang du auch noch an. Was hältst du davon, wenn ich mich von Harry scheiden lasse? Wenn du meinst, ist schließlich dein Ding. Absolute Ruhe im Stützkorsett. Damit wir das unter Kontrolle haben. Dann sind sie in 3 bis 4 Wochen geheilt. 3 bis 4. Nur geträumt. Das muss aber ein schlimmer Traum gewesen sein. Ja. Nein, es... Es war nur seltsam. Komm, schlaf weiter. Ich beschütze dich. Die Frau spielt keine Spielchen. Sie hat dir mitgeteilt, dass sie sich von Harry scheiden lässt. Woher soll ich das denn wissen, wenn sie die ganze Zeit von Flucht nach Acapulco mit Harry faselt? Hä? Wer hat mir denn gesagt, ich darf mich nicht auf ihre Spielchen einlassen? Er checkt es nicht. In so einer Situation muss man cool bleiben. Cool ist nicht immer gleich cool. Was morgens noch cool ist, ist abends vielleicht uncool, oder was? Frauen haben ihre Schwingung. Und dafür musst du als Mann Antennen haben. Schwingung? Ja. Was soll das denn? Dein Bett. Schätze, du hast noch ein bisschen was zu knabbern, bevor du da wieder einziehst. Was? Du willst es jetzt so stehen lassen? Du hast da drin eine Mission zu erfüllen. Ich werde heute garantiert keine Antennen mehr ausfahren, um die Schwingungen von meiner Freundin auszuloten. Endlich nach Hause. Bruno, das wird noch ein bisschen dauern. Aber es ist doch auch bei Stephanos schön, oder? Hm? Ja. Gut, dann gehe ich. Und du bist sicher, dass es dir nicht so viel wird? Nein. Du, Bruno, Heidi holt dich später ab. Ja? Ja. Ciao. Wie sagt man, Bruno? Tschüss, Onkel Stefano. Ciao, Großer. Pass auf Papa auf, hä? Ciao. 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 Gehst du mal ans Handy, bitte? Hallo, hier ist Bruno. Bruno, mein Schatz, ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Tante Konstanze! Wo bist du denn, mein Engel? Feierst du schön? Ich bin im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ist dir was passiert? Nein, Papa. Lass mich mit Konstanze reden. Willst du mit Papa reden? Mhm. Ja. Was willst du? Du liegst im Krankenhaus? Ja, ich hatte einen Unfall, aber es geht mir wieder gut. Was das? Wünsche ich dir gute Besserung. Danke. Ach Nick, Amelie hat Toni gefragt, ob sie ihre Trauzeugin werden will. Ich meine, das war doch abzusehen, oder? Toni ist Amelies beste Freundin. Hast du damit kein Problem? Nee, irgendwie nicht. Also als Trauzeugen würdet ihr euch zwangsläufig öfter sehen. Es gibt eine Menge zu besprechen, zu organisieren. Also erstens geht's um eure Hochzeit und nicht um Toni und um mich. Und zweitens? Mit Suri schaffen wir das gerade locker, miteinander entspannt umzugehen, dann kriegen wir es auch bei euch hin. Gut, solange du das gebacken bekommst, cool. Ja, da bin ich mir sicher. Gut. Du schläfst neben mir ein, ich könnte dich die ganze Nacht betrachten. Wie geht's dir?
bist, bis wir morgen erwachen. Dr. Nick? Nein, Dr. Nick ist heute nicht da. He's at home. No work today. You? And Dr. Nick? No. Nick und ich sind Freunde. Friends. Freunde. Träum was Schönes. Also dann bis später. Danke für die nette Unterhaltung. Sollen wir nicht nochmal über das Thema reden? Welches Thema? Rate mal. Das mit Harry entscheide ich jetzt selbst. Ich muss ja viele Sachen neuerdings alleine machen. Schlafen zum Beispiel. Ich habe auch alleine auf dem Sofa geschlafen. Wieder alles im Lot? Ahaha. Da halte ich mich lieber zurück, oder? Ja, fahr deine Antennen lieber gar nicht erst aus. Das hört sich nach einem Problem an. Quatsch. Es ist nur so, ich verstehe eine gewisse Frau im Moment einfach nicht. Na, vielleicht kann ich helfen. Ich bin eine Frau und ich habe noch genau 15 Minuten Zeit, bitte. Ah. Und Blumes Geburtstagsfeier. Wie lange muss denn Zylo eigentlich hier bleiben? 4 Wochen, vielleicht länger. Bitte besser. Kannst du nicht noch mal mit David reden? Worüber denn? Zylo ist ein Freund der Familie. Er braucht das Schmerzensgeld dringend. Ja, ich dachte, David hätte das geklärt. Da weißt du mehr als ich und Zylo. Es war doch Davids Idee mit dem Schmerzensgeld. Wenn er das so sieht, dann soll er auch zahlen. Ich denke, er wollte alles über den Anwalt regeln. Ich verstehe das nicht. David fühlt sich an dem Unfall schuldig, zu Recht. Aber er läuft vor seiner Verantwortung davon und das geht nicht. Es gibt Probleme, denen muss man sich stellen. Diese Frauen verstehe, es ist falsch. Nicht der eifersüchtige Macho, es ist peinlich. Ja, das ist schwierig. Aber Raul, ist das hier nicht der einzige Mann in der Krise? Und wer ist schuld daran? Wir Frauen. Echt? Jahrelang verlangen wir von euch, dass ihr uns besser verstehen sollt. Was kommt dabei raus? Lauter Waschlappen. Also eins kann ich Ihnen schon mal versichern. Ein bisschen Macho mag jede Frau. Nick macht sich was vor, wenn du mich fragst. Ach, Toni hat gestern ganz überzeugt geklungen. Nick auch. Und trotzdem glaube ich ihm nicht. Ach, weißt du, ich glaube, die beiden haben es kapiert. Mehr als Freundschaft wird da nicht draus. Hm? Ey, Nick, bist du ins Klo gefallen oder was? Trauzeugin kommen. Hallo. Oh, tut mir leid, ich bin spät dran. Ach, macht nichts. Nick ist auch noch nicht so weit. Hey. Hallo. Fangen wir gleich an, oder? Ja. Ja, wir sind soweit. Also, ich habe mir mal ein paar Punkte notiert. Punkt 1. Das Essen. Meinst du, dein Dad ist enttäuscht, wenn das Catering nicht übernimmt? Weil es jetzt eine hinduistisch angehauchte Hochzeit wird? Er versteht das schon irgendwie. Okay, dann ist eigentlich nur die Frage, wer macht's? Also, ich habe hier mal ein paar Inder rausgesucht. Wie sollen wir die jetzt alle ausprobieren? Ihr seid die Trauzeugen, ja. Also, ich habe nichts dagegen, in den nächsten Tagen Malai Kofta und Sushi zu essen. Du? Nein, für eine gelungene Hochzeit bringe ich jedes Opfer. Euch ist aber schon bewusst, dass ich dann bei meiner Hochzeit vielleicht auch so ein paar ausgefallene Essenswünsche habe. So Käfer oder Heuschrecken. Okay, für die Hochzeit scheide ich als Trauzeugin aus.